Heute beginnt es damit, dass wir auf einen Kommentar zu sprechen kommen, der uns erreicht hat. Ich gucke mal, dass ich den hier gerade kriege. Habe ich vergessen vorzulegen. Augenblick. Und zwar hat uns CM geschrieben. Ein treuer Zuschauer. So viel ist deutlich geworden. Augenblick. Haben wir es gleich. Haben wir es gleich. Kann ich hier. Wir mögen auch die untreuen Zuschauer, das hat damit eigentlich nichts zu tun, aber. Ja, ich fülle das einfach gerade so mit meinem Geblubber. Das ist ja komisch. Aber egal. Ah, falsches Fenster. Hat uns sehr nett geschrieben. Einige Fragen und seine Bemerkungen gegeben. Gucken wir uns das kurz an und dann ist wie immer unser Lesen dran. Nee, ich krieg's gerade nicht hin. Ist wurscht wie Käse, wie man so sagt. Hole ich wieder Auf jeden Fall bedanken wir uns alle für die schöne Lesepost. Wir haben es alle gelesen. Vielen Dank, Dirk. ja, wahrscheinlich nicht. Unter dem Hashtag Lesemontag ist der Tweet zu finden und dort ist ein Link. Ich kann ihn ja mal kurz rauskopieren und in den Chat reinschreiben. Dann kann jeder sehr gerne nachlesen, was wir als Kommentar bekommen haben. Und das sind zutiefst die. Los, einsetzen. Zutiefst die Rezeption, würde ich sagen, von CM mit einigen Fragen, die sich damit verbinden und für uns sehr spannend seine Perspektive eben auch auf das, was hier passiert. Und ja, mit der Zeit werden wir da bestimmt miteinander noch weiter ins Gespräch kommen. Aber jetzt, das erste Kapitel ist geschafft. Wer fängt an zu lesen, André? Du weißt es immer. Du bist dran, dann ich und dann Konstantin und dann wieder von vorn. Gut. Alles beobachten. Ach so, Kapitel 2, die Beobachtung erster und die Beobachtung zweiter Ordnung. Alles beobachten ist das Einsetzen einer Unterscheidung in einen unmarkiert bleibenden Raum, aus dem heraus der Beobachter das Unterscheiden vollzieht. Der Beobachter muss also eine Unterscheidung verwenden, um diesen Unterschied zwischen unmarkiertem und markiertem Raum und zwischen sich selbst und dem, was er bezeichnet, zu erzeugen. Die Unterscheidung dient nur dazu, das ist ihre Intention, etwas im Unterschied zu anderem zu bezeichnen. Aber zugleich macht ein Beobachter durch Einsetzen einer Unterscheidung seine Gegenwart für andere ersichtlich. Er verrät sich, auch wenn es einer weiteren Unterscheidung bedarf, um ihn zu unterscheiden. Insofern ist schon mit dem Einsetzen einer Unterscheidung als Form eine Rückverweisung auf den Beobachter, also Selbstreferenz und Fremdreferenz der Form gegeben. Die selbstreferenzielle Geschlossenheit der Form schließt die Frage nach dem Beobachter als dem ausgeschlossenen Dritten ein. Es gibt unfassbar viele Formen möglichen Unterscheidens. Aber wenn mehrere Beobachter eine bestimmte Unterscheidung wählen, operieren sie gleichsinnig. Die Gemeinsamkeit wird außerhalb der Form, also undefiniert, erzeugt. Wollte man sie als Konsens bezeichnen, im Unterschied zu Dissens, wäre dafür ein weiterer Beobachter erforderlich, der eben diese Unterscheidung verwendet. Darauf beruht die Aussicht auf einen formtheoretischen Kalkül, der alle Beobachter, die mitmachen, zum selben Ergebnis führt. Deshalb kann man auch sagen, die Form ist der Beobachter. Dabei ist die Duplikation der unbeobachteten Welt durch den imaginären Raum mathematischer Formen vorausgesetzt. Dasselbe Gemeinsamkeit erzeugende und damit Kommunikation ermöglichende Verfahren wird in der Kunst benutzt. Auch hier gibt es keinen Zwang.
eine bestimmte Unterscheidung zu wählen und die unbeobachtbare Welt durch Verletzung in einen imaginären Raum, jetzt der Kunst, zu verwandeln. Aber wenn dies mit bestimmten, durch das Kunstwerk festgelegten Formen geschieht, beobachten alle Beobachter, die sich dieser Formen bedienen, gleichsinnig. In diesem Sinne kann der Künstler frei verfügbare Aufmerksamkeit anderer Beobachter binden. Damit ist zunächst einmal, wie bereits ausgeführt, ein distinktes Objekt als Eigenwert der Kommunikation gesichert. Das schließt natürlich nicht aus, dass Beurteilungen aufgrund unterschiedlicher Qualitätsansprüche divergieren. Aber dann muss und kann man dazu übergehen, zu beobachten, wie Beobachter beobachten. Ich mache hier mal eine Zäsur. Die Fußnote 1, der Hinweis auf Fichte. Es verrät sich, auch wenn es einer weiteren Unterscheidung bedarf, um ihn zu unterscheiden. Aber hier beginnt es. Aber zugleich macht ein Beobachter durch Einsetzen einer Unterscheidung seine Gegenwart für andere ersichtlich. Er verrät sich, auch wenn es einer weiteren Unterscheidung bedarf, um ihn zu unterscheiden. Und die Fußnote, anders also als bei Fichte. Er setzt nicht zuerst sich selbst, sondern die Unterscheidung ist als Anfang gesetzt. Ja, dazu gibt es noch eine kleine Anekdote, die Luhmann jetzt in diesem ganz kurzen Verweis etwas unterschlägt. Also die berühmte Einleitung der fichtischen Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre ist ja, das Ich setzt sich selbst, also ich zitiere jetzt live daraus, und es ist Vermöge dieses bloßen Setzens durch sich selbst und umgekehrt, das Ich ist und es setzt sein Sein, Vermöge seines bloßen Seins. Schopenhauer hat angeblich, das ist so eine Anekdote, so ein Mythos, in seiner Fichte-Ausgabe so einen Stuhl gezeichnet neben dieser Textstelle und hat dann geschrieben, das Ich setzt sich und hat das dann wörtlich verstanden, also setzt sich hin. Ich glaube, das meint Luhmann jetzt hier mit dieser Bemerkung, also dass Fichte die Setzung des Ichs nochmal notwendig unreflektiert lassen muss, um es als einen Seinsvorgang irgendwie darstellbar zu halten. Also das ist jetzt das, was ich daraus gelesen habe. Ich glaube, André Rieu hat in dem Tweet auch nochmal darauf genau repliziert, als ich das letzte Mal nur erwähnt hatte mit Fichte, dass der nochmal eine Rolle spielen wird. Ja, genau. Ich wollte es auch eigentlich nur kurz erwähnen. Ich glaube, dass der Unterschied gar nicht so zentral ist. Ja, würde ich auch sagen. Also jetzt auf Fichte einzugehen, wenn wir das Beobachten verstehen wollen. Interessant finde ich bei dem Abschnitt vor allen Dingen den ersten Part, wo er ja nochmal das Beobachten, womit wir uns jetzt das ganze zweite Kapitel beschäftigen wollen, nochmal genauer definiert und eben nicht als irgendwie konzentriertes Hinschauen, sondern eben als Formgebrauch. Wenn man eine Form mit einer Gegenseite benutzt, dann beobachtet man. Und das ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil er schon jetzt vorbereitet, dass ja nicht nur psychische Systeme, also Menschen, beobachten können, sondern eben auch soziale Systeme können beobachten. Ja. Und das wird hier schon mal vorbereitet mit dieser doch sehr abstrakten Definition, was dieses Beobachten eigentlich sein soll. Ja, und das massiert so ein bisschen ein, was jetzt in den nächsten paar Seiten noch passiert. Also es ist das phänomenologischste Kapitel, würde ich sagen, des ganzen Buchs, in dem das jetzt langsam eingetrichtert wird nochmal. Also dieses ständige Neuanfangen können, dieser Blickwinkelwechsel. Ja. Genau, und wenn mehrere Beobachter im Spiel sind, dann müsste man wiederum noch einen anderen Beobachter haben, der überhaupt mal Konsens von Dissens unterscheiden könnte. Und insofern geht er so weit, dass wenn dieselbe Form bei mehreren Beobachtern verwendet wird, dass der Beobachter identisch mit der Form ist. Das ist was aus Laws of Form kommt, was eben auch ganz, ganz schöner abstrakter Gedanke ist, an dem man sich auch meines Erachtens nicht unbedingt vertiefen muss, um weiter zu lesen. Wer kommt sich schon selbst gern als Form vor?
Ja, genau, ja. Ja, gut, ich lese das eben auch als Antwort, wenn jetzt die Frage an den Text kommen würde, wie soll das denn funktionieren, dass wir das dann ähnlich sehen? Und das ist die Antwort darauf, ne? Wenn wir hier, dann sind wir, wie heißt es, gleichgesinnt. Wenn wir Ja. uns sozusagen, wenn wir alle die gleiche Form nutzen, um die gleiche Unterscheidung zu machen. Und daraus ergibt sich ja dann, was du gerade gesagt hast, dass ich sagen kann, die Form ist der Beobachter in diesem Setting. Genau, das sind die Condensation. Also es gibt ja diese zwei Axiome, Cancellation oder Condensation, und man entscheidet sich eben im Wechsel auf den Beobachter zweiter Ordnung eben in Richtung der Selbstbeobachtungsfähigkeit und dann eben Bezeichnungsfähigkeit, die dann diese berühmte Uno-Actu-Operation dann darstellt. Aber das werden wir gleich noch weitermachen. Ja. Genau, lese ich mal weiter, oder? Ja, bitte. Jede Beobachtung ist unmittelbare Beobachtung von etwas, was man unterscheiden kann, von Dingen oder von Ereignissen, von Bewegungen oder von Zeichen. Die unmittelbar gegebene Welt lässt sich nicht eliminieren, auch wenn der Philosoph Zweifel haben mag, ob sie existiert oder so existiert, wie sie erscheint. Und diese Zweifel durch Urteilsenthaltung Husserls Epoché zum Ausdruck bringt. Auch in der Imagination kann man sich von der anschaulichen Welt nicht wirklich lösen. Man kann nur simulieren, was man unter geeigneten Umständen wahrnehmen würde. Liest man Romane, so muss man zunächst einmal den Text vor Augen haben. Man kann ihn vor dem inneren Auge dann mit Anschaulichkeit ausstatten und gegebenenfalls, wenn der Text nicht mehr zur Hand ist, die imaginierte Welt des Textes erinnern. Man kann schließlich sehr wohl wissen, dass der eigenen Imagination keine wirkliche Welt entspricht, so wie man bei optischen Täuschungen die Täuschung sozusagen wegwissen kann, aber sie trotzdem sieht. Aber selbst dann folgt man noch einem Erleben, das die Welt, wie sie sein könnte, annimmt. Keine Modifikation kann an diesem Grundsachverhalt etwas ändern. Wir erinnern an diesen elementaren Sachverhalt hier nur, um die nicht ganz einfache Unterscheidung von Beobachtung erster Ordnung und Beobachtung zweiter Ordnung einzuführen. Jede Beobachtung, auch die Beobachtung zweiter Ordnung, benutzt eine Unterscheidung, um die eine, aber nicht die andere Seite zu bezeichnen. Es gibt keinerlei Vorgehensweise, die dies vermeiden könnte. Selbst Negationen müssen ja voraussetzen, dass man zuvor das unterscheidet und bezeichnet, was man negieren will. Man kann also nicht von der unmittelbaren Gegebenheit des Unbestimmten, von einem unmarked space, von Urentropie oder Chaos, von der Leere der Leinwand oder der Weiße des Papiers ausgehen, ohne dies zu unterscheiden von dem, was damit geschieht. Und auch wenn wir uns aus der realen Welt, in der wir schon sind, in Richtung auf Fiktionalität wegbewegen, brauchen wir eben diese Unterscheidung, um das Woher oder das Wohin bezeichnen zu können und konstruieren erst damit die Realität als Realität. Ja, vielleicht bis hierhin, oder? Ja, dazu gehört dann noch eine Fußnote. Wo ist sie denn? Nee, hier gehört sie da unten zu. Zu dem mit der Negation der Möglichen, dass ich vorher unterscheiden muss hier. Sie sind also anders als in der klassischen Logik keine primären Operationen mehr. Wir kommen darauf zurück. Ja, also das ist wahrscheinlich dieses es gilt, ja, als Vorsatz aller möglichen logischen Operationen. Alle Ja. d-d-d sind das und das, ja. Selbst Und exakt, nur der Ordnung halber. Wenn ich das sagen darf. Ja, der ich habe. Rami hat mich da angespitzt, auf die Fußnoten mehr Acht zu geben. Und jetzt gucke ich halt immer in die Fußnoten rein und wenn ich die wertvoll finde, mache ich die auch zum Thema. Ja, also es gibt den Mythos, dass Goethe im Alter irgendwann nur noch Fußnoten gelesen hat und hat dann so die großen Folianten durchblättert und nur noch praktisch die Endnoten betrachtet und als interessant empfunden, weil er
weil der Grundtext schon nicht mehr spannend genug ist irgendwann. Ja. Ja. Ist doch das Erste, was man sieht, wenn man durchblättert. Dann hat immer erst diesen Rand unten. Ja, ich habe mal reinkopiert, was Husserls Epoche hier meint. Also ich habe nur kurz, also das, was man auch beim ganz schnellen Googlen findet. Also es ist einfach diese Erlebnisreduktion und Epoche ist eben Einschnitt, ja. Also Epochalisierung heißt, dass man etwas filetieren kann, also in kleine, verarbeitbare Portionen zu unterteilen. Genau, das ist jetzt auch auf dem Display. Genau, also im Prinzip ist das der Grundsatz der phänomenologischen Methode bei Husserl, der sagt, wenn ich anfangen will mit Phänomenologie, muss ich mich allen Vorwissens über die Dinge, die ich dann erleben will, über die Phänomene, muss ich mich komplett enthalten. Also ich weiß ja irgendwas, ich bin sozialisiert worden, zur Schule gegangen und all das, was das sein könnte, was ich gerade als Phänomene wahrnehme, all dem Hintergrundwissen muss ich mich völlig enthalten, sonst kann ich nicht zurück zu den Sachen selbst, eben Husserl, eben auf die Phänomene gehen. Also nicht auf das Ding an sich, wie bei Kant, sondern auf die Phänomene selbst. Und genau, interessanterweise hat er ja unheimlich viel Text zu diesen phänomenologischen Beobachtungen und Introspektionen geschrieben und da Systematiken aufgestellt und. Und irgendwie habe ich mal gelesen, er schrieb dann, wenn man das mal macht und sich durch die Epoche seiner normalen Lebenswelt so stark enthalten muss, um das zu tun, dann hat man auch immer weniger Freude an der Lebenswelt. Fand ich irgendwie einen sehr bemerkenswerten Beitrag in Richtung eines toxischen Wissens. Ne? Also was einem nicht unbedingt was nützt, wenn man diese Erkenntnis hat. Zumindest nicht in der Lebenswelt. Ja, ganz interessant, dass Lebenswelt ja dann wieder bei Habermas dann der zentrale Begriff wird und eigentlich als Konzept gegen die verwaltete Welt dann in Stellung gebracht wird. Aber das ja eigentlich in der husserlischen Tradition gar nichts Erstrebenswertes sein kann. Also, ja. Gibt es auch so lustige Überschneidungen manchmal. Ja. Interessant fand ich dann noch in den letzten Sätzen, die ich gelesen hatte, dass er sehr oft von Realität und von wirklicher Realität als Realität spricht. Also da scheint mir nicht so ein ganz hardcore-konstruktivistischer Standpunkt rauszusprechen, sondern er sagt, naja, okay, bei allem, was wir uns konstruieren, müssen wir mal auch in Rechnung stellen, dass wir mal da sind in der Realität. Ja, weiß nicht, so anders, dass es die Realität gibt, ist jetzt mal auch von Luhmann nicht bestritten. Und die Art und Weise, wie wir Zugang finden, ist halt hier beschrieben, ne, mit Beobachten. Und das dann eben auch Realität zu nennen, finde ich in Ordnung. Ja, ja, unbedingt. Unbedingt. Dann, oh Konstantin. Ja, ich versuche mal. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Hört man vielleicht. Okay, also 94, erster Absatz da. Moment. Als 94, ja. Als Beobachtung zweiter Ordnung wollen wir die Beobachtung von Beobachtungen bezeichnen. Auch die Beobachtung zweiter Ordnung ist demnach als Operation eine Beobachtung erster Ordnung, nämlich die Beobachtung von etwas, was man als Beobachtung unterscheiden kann. Es muss demnach strukturelle Kopplungen zwischen Beobachtung erster und Beobachtung zweiter Ordnung geben, die sicherstellen, dass überhaupt etwas beobachtet wird, wenn im Modus der Beobachtung zweiter Ordnung beobachtet wird. Semikolon. Und wie immer hat der Begriff der strukturellen Kopplung zwei Seiten. Der Beobachter zweiter Ordnung ist durch sein Beobachten erster Ordnung, etwa Eigenarten eines Textes oder Eigenarten der Beobachtung eines anderen Beobachters, stärker irritierbar, zugleich aber auch mit höherer Indifferenz gegen alle anderen denkbaren Einflüsse ausgestattet. Als Beobachter erster Ordnung bleibt der Beobachter zweiter Ordnung in der Welt und bleibt folglich selbst beobachtbar. Und er sieht nur das, was er selbst unterscheiden kann. Will er in der Perspektive zweiter
Ordnung beobachten, muss er daher Beobachtungen unterscheiden können von etwas anderem, zum Beispiel von Dingen, Theory and Things. In einer gewissen Tradition, die uns aber nicht binden soll, würde man sagen, er muss Subjekte von Objekten unterscheiden können. Diese Sprachregelung ist jedoch ihrerseits erläuterungsbedürftig und sie schränkt die Themen, zu denen wir uns nähern wollen, zu stark ein. Wir versuchen es daher mit einer formaleren Begrifflichkeit und sprechen, wenn es um Beobachtung zweiter Ordnung gehen soll, zunächst nur von einem Beobachten von Beobachtungen. Wir bleiben damit auf der Ebene von Operationen. Ob es sich dabei um eine Beobachtung von Beobachtern handelt, ist schon eine zweite Frage. Sicher kann es das Beobachten von Beobachtungen erleichtern, wenn man sich dabei an einen Beobachter halten kann, dem diese Beobachtungen zugerechnet werden können. Aber gerade für den Fall der Kunst sind hier Vorbehalte angebracht. Es könnte ja sein, dass man ein Kunstwerk im Hinblick auf die in ihm festgelegten Beobachtungen beobachten kann, ohne deswegen auch den Künstler zu beobachten. Es mag ja genügen, dass man weiß oder erkennt, dass es sich um ein hergestelltes und nicht um ein natürliches Objekt handelt. Ja, also das wird jetzt auch ein bisschen zum Zungenbrecher, habe ich das Gefühl, mit den ganzen Wandlungsformen des Beobachtens. Und hier kommt das ins Spiel, was ich schon die ganzen Folgen zuvor, in denen ich präsent war, dann immer wieder ins Spiel gebracht habe. Also diese höhere Indifferenz. Es gibt einen Beitrag im Sammelband zu Luhmanns 60. Geburtstag, Theorie als Passion von 1987, der anfängt mit einem Artikel, der Poesie der Indifferenz heißt und den Luhmann auch selber in der Folge dann häufiger referenziert. Also das Auflösungsvermögen zu erhöhen, indem man indifferent wird im Wortsinne, also nicht gleichgültig, sondern der Differenz weniger auf den Leim gehend, die der Text selbst gibt, also die er selbst in sich hineinlegt als erste Unterscheidung. Ja. Nochmal, ich habe es nicht ganz begriffen. Ja, also das indifferent. Genau, mein... indifferent wird ja häufig mit gleichgültig übersetzt. Also das ist ja was das ist ja der Konsens über die kritische Luhmann-Deutung seit Anbeginn eigentlich. Also er ist den gleichgültig, er ist unparteiisch, er ist im schlechtestmöglichen Sinne egalitär. Und das meint es aber eben nicht. Und das ist jetzt eben klargestellt durch diese höhere Indifferenz. Also die Raffinierung ist abstrahiert nach oben hin immer weiter. Also das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Es ist für mich auch eine neue Einsicht, aber dem kann ich folgen. Also indifferent meint eben nicht egal, sondern eben nur nicht der Differenz des ersten Beobachters folgen. Nur nicht der Differenzsetzung der ersten Beobachtung folgen. Die zwar zur Kenntnis nehmen, aber, wie Konstantin sagt, hier nicht auf den Leim gehen und praktisch selber die Differenzsetzung mal neutral zu beobachten. Und wieso ist es dann irritierend auch schon mehr? Also das war ja, wo war der Satz? Stärker irritierbar? Ich habe das jetzt so mitgenommen und tröste mich immer damit, dass sich das noch im weiteren Verlauf klären wird, aber wenn wir gerade drüber reden, wieso ist es stärker irritierbar, wenn ich gerade fragen darf? Weil es durch sich selbst irritierbar wird. Also man schafft die eigene Irritation nochmal in einen separaten, imaginären Raum, also kann sie mathematisch nochmal besser eingrenzen, indem man sie eben zweiter Ordnung behandeln kann. Also das ist einfach ein Raffinierungsvorgang. Das ist ja wie mit Erdöl. Also da kommt der Begriff her. Raffinerie ist ja, also da wird ja Rohöl, wird ja dazu Benzin, zu anderen Schmierstoffen und so weiterverarbeitet. Und es filtriert. Also es wird immer sauberer unterscheidbar, was da zusammengemixt ist. In hochwertiger, gepflegter Semantik zum Beispiel. Danke. Bitte. Gegen alle anderen denkbaren Einflüsse ausgestattet. Also das Problem sind diese anderen Einflüsse. Also wenn man ein Gedicht liest, hat man ja 1000 Vorstellungen, wie man es verstehen kann, wie es verstanden werden soll. Und das bekommt man nur mit höherer Indifferenz irgendwie in den Griff. Also damit man davon nicht überfahren wird. Von der Polyvalenz. Genau. Vor allen Dingen heißt der Satz ja, also der beginnt mit, der Beobachter zweiter Ordnung ist durch seine Beobachtung erster Ordnung, etwa der Eigenarten des Textes, stärker irritierbar. Also wenn wir als Beobachter zweiter Ordnung Luhmann lesen,
also dessen Beobachtung erster Ordnung, genau dieser Fall ist gemeint. Also wie Konstantin jetzt meint, wenn man ein Gedicht liest oder wir, wenn wir Kunst der Gesellschaft lesen. Und die das Frage mit hier von nach der, welchem Konzept struktureller Kopplung, das kriegen wir hier gar nicht beantwortet, gerade aus dem Text raus, weil er nur erstmal allgemein von struktureller Kopplung spricht. Ja. Warten wir, wenn der Text das nochmal aufmacht. Ja, also denke ich auch, strukturelle Kopplung ist bei Luhmann ein sehr voraussetzungsvoller Begriff und den führt er, den kann er an der Stelle jetzt noch gar nicht einführen, weil das Basisvokabular da noch gar nicht da ist. Also da denke ich auch, sollten wir darauf warten, bis es im Text kommt. Ja. Ja, ich habe auch diesen Verweis mit den Dingen nicht so richtig verstanden. Also Theorien oder Beobachtungen von Dingen unterscheiden. Es gibt ja von Willard von Orman Quine dieses Buch über Theories and Things. Ob das jetzt damit referenziert ist oder so. Also Luhmann macht das ja manchmal gerne, dass er immer noch sowas einarbeitet, was man selbst nicht so richtig aus dem Text ziehen kann. Du meinst hier also, in dem Text, den wir gelesen haben? Ja, genau, Seite 95 oben. Ja, ich nehme das tatsächlich ganz, ganz einfach. So wie er mir das, wenn ich ihn beim Friseur treffen würde, auch erklären würde. Also, dass ich zwar beobachte, wie ein Erst, also ich beobachte einen Beobachter im Modus der Beobachtung erster Ordnung. Mhm. Und bin dann, wenn ich aber eben im Unterschied, wenn ich nicht ein Ding oder sonst etwas beobachte, sondern einen Beobachter beim Beobachten beobachte, bin ich Beobachter zweiter Ordnung dieser Beobachtung. Des anderen Beobachters, den ich beobachte. So fand ich die Abgrenzung gemeint. Ja, aber dann, also im Verlauf kommt er ja noch darauf zu sprechen, dass er sich eben davon einer Materialitätsidee verabschiedet dadurch. Also ja. Die Dinge, dass der Gegenstand, also der physisch fassbare Gegenstand wird ja dadurch weggekürzt erstmal, damit die operative Geschlossenheit erstmal nur in der Beobachtung stattfinden kann. Das ist ja schon anspruchsvoll genug dann. Also ich glaube, er verweist bei Ding jetzt nicht unbedingt auf Quine, sondern auf das Ding aus der letzten Folge, was er Res genannt hat. In der letzten Folge hat er schon gesagt, dass wir mit dem Subjekt Schwierigkeiten haben, dass wir das Objekt aber als konstituierendes Element behalten. Und dann meinte er ja, ob es nicht vielleicht besser wäre, dieses Ding nicht Objekt, sondern Res, also dieses alte Wort für Ding zu nennen. Und ich glaube, auf dieses Ding, also so wie Peter sagt, ganz umgangssprachlich, bezieht er sich da jetzt. Genau, und dann kommt ja noch die Unterscheidung mit der grammatischen Ordnung, also Subjekte von Objekten unterscheiden, also diese Sprachregelung, die ich ja auch schon mal angesprochen hatte, die findet er zu eingrenzend oder ist nicht das, worauf er letztendlich hinaus will mit der Theorieanlage. Es ist ja auch nochmal ein Statement, dass man sich davon doch löst. Ja, und ich habe hier noch die eine Zeile gehighlightet. Ja. Da würde ich jetzt so aus meinem spontanen Verständnis raus, jetzt könnten wir gut den Günther auch wieder brauchen, in der Regel beobachte ich nicht den Künstler. Also wenn ich einer Oper lausche, stelle ich mir nicht den Mozart vor mit einer Federkiel in der Hand, sondern tatsächlich folge ich ja den Formen, den Unterscheidungen, die in der Musik gemacht sind. Das würde ich erstmal so von mir als These da reinstellen, dass es eigentlich im Grundsatz das ist. Es sei denn, man guckt den Film von 1984 von Miloš Forman, Amadeus, wo dann diese letzte Szene da abpräsentiert ist, wo er praktisch dann von der Oper hinaus dann ins Sterbebett getragen wird und man das alles immer mitfühlt, wenn man das hört danach, oder Lacrimosa dann, also diese letzte, die eigene Totenmesse. Naja, also ich glaube an der Stelle, der Satz davor heißt ja, dass er sagt, okay, wenn wir nur von Beobachtungen zweiter Ordnung sprechen, mag das vielleicht zu abstrakt sein und man kann sich helfen, wenn man über Beobachtungen von Beobachtern spricht. Mhm. Aber, und jetzt kommt der Punkt, genau bei der Kunst sind hier Vorbehalte angebracht, weil wenn man nämlich ein Bild sieht, also ein Kunstwerk, dann ist man ja auch Beobachter zweiter Ordnung und beobachtet die Beobachtungen im Kunstwerk des Künstlers, aber man muss gar nicht unbedingt wissen, wer der Künstler war, sondern es reicht, dass man das Ding als
Kunstobjekt identifizieren kann, also über ein White Cube oder über was auch immer. Ja. Ja, es gibt ja auch, bei Heidegger hat seine Vorlesung immer damit angefangen zu sagen, Aristoteles war ein Mensch, er hat gelebt und ist gestorben, jetzt fangen wir mit seiner Philosophie an. Also dieses ganz starke Abtrennung nochmal. Ja, aber das ist gar nicht mehr so leicht, weil wir heute ja immer wieder mit diesem biografischen Vorsatz an die Dinge herangehen oder an die Theorien herangehen. Also vor allem, was so Postcolonial Studies angeht, da ist die Biografie desjenigen, der das schreibt, noch meistens interessanter als das, was dann theoretisch erarbeitet wird. Aber das ist jetzt stark verwirrend. Das ist der Fluch der Doxographien in der Philosophie, ne? Dass man schon meint, wenn man einen Text von Heidegger liest, dass man schon ungefähr einen Eindruck seiner Position hat, weil man weiß, dass er vom Heidegger ist und sich nicht mehr so stark auf den Text selber achtet. Und das wird einem ja... Genau, das Werkphase und so weiter, das wird einem ja doxografisch praktisch in der Bildung beigebracht und das ist eher kontraproduktiv. Jetzt wäre Peter dran? Nee, Peter ist nicht dran. André. Doch, doch. Nee, Peter, Echt? Du bist dran. Ja. Okay. Ich danke für den Hinweis, CM. So. Die Aussage, ein Beobachter zweiter Ordnung sei immer auch ein Beobachter erster Ordnung, ist nur eine andere Formulierung für die geläufige These, dass die Welt nicht von außen beobachtet werden kann. Es gibt kein extramundanes Subjekt. Wer diese Denkfigur braucht oder wer die Frage aufwirft, wie denn ein transzendentales Subjekt ein empirisches Subjekt werden könne, denkt im langen Schatten der Theologie oder sieht sich an dieser Stelle durch eine philosophische Theorie auf glattes Eis geführt. Wie uns die heute weitgehend akzeptierte operative Epistemologie lehrt, findet alles Beobachten in der Welt statt als ein seinerseits beobachtbarer Vorgang. Setzt alles Beobachten eine Grenzziehung voraus, über die hinweg der Beobachter etwas anderes und gegebenenfalls sich selber als anderen beobachten kann. Konstituiert alles Beobachten also die Unvollständigkeit von Beobachtung, indem es sich selbst und die für es konstitutive Differenz der Beobachtung entzieht, muss Beobachtung sich also auf einen blinden Fleck einlassen, dank dessen er es etwas, aber nicht alles, sehen kann. Eine Welt, die darauf eingerichtet ist, sich selber zu beobachten, zieht sich in die Unbeobachtbarkeit zurück. Oder in traditioneller Terminologie formuliert, die Unbeobachtbarkeit der Operation des Beobachtens ist die transzendentale Bedingung seiner Möglichkeit. Die Bedingung der Möglichkeit des Beobachtens ist nicht ein Subjekt, geschweige denn ein mit Vernunft ausgestattetes Subjekt, sondern ein Paradox, an dem derjenige scheitert, der die Welt transparent zu machen sucht. Mancher Künstler mag zwar davon geträumt haben, in einer anderen Welt sein Glück zu machen, aber was er machen kann, beschränkt sich darauf, die Unbeobachtbarkeit der Welt zu reproduzieren. Denn wollte man die Welt als Objekt beobachten, müsste man sie im Unterschied zu etwas anderem bezeichnen, also eine Überwelt voraussetzen, die die Welt und ihr anderes enthält. Das, was jeweils als Welt fungiert, widersteht mithin jeder Beobachtung. Ebenso wie das, was jeweils als Beobachteroperation fungiert. Der Rückzug ins Unbeobachtbare lässt nichts in der Welt zurück. Er löscht, um es mit Jacques Derrida zu formulieren, seine Spuren. Allenfalls die Metaphysik oder die Theologie oder die rhetorische Theorie des Gebrauchs rhetorischer Formen oder der Beobachter zweiter Ordnung vermag gerade noch dies zu sehen. La trace de effacement de la trace. Das heißt, die Spuren der Unsichtbarmachung der Spur. Ich habe es nachgeschaut heute Nachmittag nochmal. Dies sei hier zur Irritierung der Philosophen gesagt. Ja, ich finde das eine wunderschöne Formulierung hier von Derrida, die er übernommen hat. Ich kann nichts mehr von dem dann wahrnehmen, bestimmen, nur, dass es da wohl was
mal war, aber nichts mehr darüber sagen, also das erlaubt keine Rückschlüsse auf das, diese Position. Finde ich wunderschön formuliert. Dies sei hier zur Irritierung der Philosophen gesagt. In unserem Kontext kommt es nur darauf an, Grundlagen, die keine sind, zu gewinnen für einen operativen Begriff des Beobachtens, um von da aus präzisieren zu können, was geschieht und womit man zu rechnen hat, wenn die Gesellschaft Beobachter zur Beobachtung von Beobachtungen animiert oder geradezu verlangt, dass die Bedingungen sozialer Rationalität auf dieser Ebene des Beobachtens zweiter Ordnung erfüllt werden. Ja, also in interessant finde ich, dass er sich an der Stelle so ein bisschen von der normalen Erkenntnistheorie abgrenzt und seine operative Epistemologie einführt. Also ich glaube, damit bezeichnet er seine Erkenntniswissenschaft oder seine Position. Das korrespondiert mit dem Satz, was auch immer die Philosophen dazu sagen mögen, oder das schreibe ich jetzt hier, um die Philosophen zu irritieren. Also da wäre ich zumindest vorsichtig, ob ich dem so unbedingt immer folgen würde, weil natürlich ist das so, dass der Beobachter, der irgendwas beobachtet, selber in der Welt, die er beobachtet, drin ist. Aber er beobachtet ja nicht gleichzeitig immer alles. Das heißt, ja, wenn ich in der Physik irgendwas beobachte, dann kann ich schon dafür sorgen, dass meine Beobachterperspektive da künstlich und mit Maßnahmen mehr oder weniger gut rausgerechnet werden kann. Und ja, das fällt mir immer bei so Sätzen auf, wenn er sagt, eine Welt, die sich selber beobachtet und daraus folgt dann. Naja, aber die Welt beobachtet ja eben nicht alles zur gleichen Zeit, weil das kann sie gar nicht, sondern das sind eben sehr verteilte Beobachten. Mir ist aber, also glaube ich, klar, warum er da an der Stelle irgendwas Neues braucht, weil er ja dann nämlich im zweiten Schritt dazu kommt, dass auch soziale Systeme beobachten können. Und da hätte er mit der normalen Erkenntnistheorie ja überhaupt gar keine Rückendeckung, warum das so sein sollte. Und aus dem Grund, weil so soziale Systeme selber Beobachter zweiter Ordnung und sein können, genau aus dem Grund muss er auch an die Erkenntnistheorie ran und muss da seine operative Epistemologie dagegen setzen. Ja, also das ist ja ein oft gehörter Vorwurf an Luhmann, dass der späte Luhmann eigentlich in der eigenen operativen Epistemologie eigentlich nur noch selbst sich referenziert als Maßstab oder als maßgebende Kraft von dem, was er vorhat mit seiner neuen Soziologie. Und dass er eben da dann so langsam keine Feinde und keine Gefangenen mehr macht. Es ist ganz interessant, also er redet ja manchmal über Karin Knorr-Zetina, Latour und Vulgar, und also gibt ja immer so ein bisschen den Einblick in Laborstudien, also was es heißt, eine Beobachtung durch Experimente eben so weit zuzuspitzen, dass man nur noch die reine Beobachtung da hat. Also im Verlauf zum Beispiel der Entdeckung der Gravitationswellen war es ja ganz interessant zu sehen, wie diese LIGO-Detektoren ja so fein eingestellt worden sind, dass selbst ein vorbeifahrendes Auto draußen am Häuschen des Messgerätes ja immer wieder rausgerechnet werden musste. Also, dass die Unterscheidung eben immer wieder rein gemacht werden musste durch ganz viele Algorithmen, durch sehr viele, also ganz viel kleines Micromanagement. Und also ich glaube, das ist wahrscheinlich damit gemeint, dass das unglaublich voraussetzungsvoll und zeitintensiv und eine absolute Kernarbeit ist, immer wieder auf dieses eine Element irgendwie seine Konzentration auszurichten, das gerade operiert. Also dass diese Ebene eben nicht zu verlassen. Ich nehme das wiederum ganz handfest, was er hier schreibt. Also ganz wirklich, es ist ein weiterer deutlicher Verweis darauf, dass ich bitte nicht beginne, mir irgendwie doch noch zusammen zu fantasieren, es gäbe eine herausgehobene Beobachterposition, aus der heraus ich alles beobachten könnte. Denn selbst wenn ich noch so hoch gehe ins Krähennest, nicht wahr, meinen eigenen blinden Fleck, der mir überhaupt erst die Beobachtung ermöglicht,
also mich als Beobachter, kann ich dabei wiederum nicht wahrnehmen. Dieser wiederum Hinweis darauf, dass hier alles auf Differenz umgestellt ist, das steckt für mich da eben mit drin. Nochmal ganz deutlich zu sagen, hört auf, das zu verlangen. Es gibt kein extramundanes Subjekt. Wir sind alle die Ratten im Labyrinth. Okay? Ja, aber nur ein Narr wartet auf Antwort. Ich bin der Schüler von Hartmut Rosa und seiner Resonanztheorie ist ein Gedicht von Heinrich Heine vorangestellt, die Nordsee. Und das endet damit, und nur ein Narr wartet auf die Antwort, auf die Stimme aus dem kalten Nichts der Welt, die uns so entgegenschlägt. Und diese Spur soll erhalten bleiben. Also die Sehnsucht danach ist erlaubt, oder? Weg mit dieser Resonanz hier. Ja, ich kann ja, ja nicht. Doch, natürlich. Man muss ja mal den Kontrastpunkt suchen dazu. Also was hat man gewonnen, wenn man das als zumindest als fixe Idee noch beibehält? Also er hat ja dann auch so eine Kant-Paraphrase dann eingebaut. Also die transzendentale Bedingung seiner Möglichkeit der Unbeobachtbarkeit der Operation selbst. Müsste es da nicht heißen eigentlich, also dieser Satz, Seite 96, oder in traditioneller Terminologie formuliert, die Unbeobachtbarkeit der Operation des Beobachtens ist die transzendentale Bedingung ihrer und seiner Möglichkeit. Also einmal der Möglichkeit der Operation, also die Operation ist ja dann weiblich, und der Unbeobachtbarkeit. Es ist ja beides wieder. Also unterschlägt dann ja eigentlich die Operation selbst nochmal. Ich habe immer das Gefühl, dass das irgendwie falsch grammatikalisch einsortiert wurde, 96 oben. mit seiner meinst du, oder? Ja, mit ihrer. Ja, genau, seiner passt irgendwie nicht. Ja. Das ist ja Genitivus Objectivus, ne? Also das ist der rutscht in die zweite Position rein. Die Unbeobachtbarkeit ist ja nicht, ist ja gerade, wie er gesagt hat, nicht primär, sondern es geht ja um die Operativität, also um den zweiten Teil. Ja, geben wir diese Frage weiter an unsere Zuschauer und erwarten Rücksendungen. Wir verlosen dann irgendwas, wenn es genau. Alle Angaben ohne Gewähr gibt. Ja. Nee, ja, aber hast du natürlich recht, dass man da sich dann immer wieder fragen kann, was ist denn exakt gemeint, ja. Genau, wollen wir nochmal auf dieses Derrida-Zitat zurückkommen? Sehr gerne. Also la trace de l'effacement de la trace, also die Spur, dazu die sich selbst... Dazu haben wir eine hoppla, wo ist es? Ah, hier, da haben wir einen Hinweis bekommen von CM. Genau. Wir können die Spuren nicht sehen, sondern lediglich die Spuren dessen, was sie verwischt. Sehr, sehr schön formuliert. Also das kann man sich zum Beispiel so an Deklarationsdokumenten ganz gut klar machen. Also wenn man jetzt die Declaration of Independence liest, all men are created equal. Ja, also dieser berühmte erste Satz und we hold these rights holy and sanctuary. Und so. Also da verunsichtbart sich ja selbst die Differenz. Ne? Also all men sind das ja angeblich, also alle sind gleich gemacht worden, haben die gleichen Rechte von Gott gegeben. Aber dadurch, indem das so behauptet wird, wird ja dadurch in diesem performativen Selbstwiderspruch ganz viel davon auch wieder weggenommen. Ne? Also diese ganze aufklärerische Idee fällt in sich selbst zusammen, in dem eigenen Anspruch, den sie aufbaut und sich dann eben verunsichtbart. Also die Spur löscht, aus der heraus die Idee lanciert. Franz weist darauf hin, dass ich mir das Leben zu leicht mache. Von wo aus sagt ein Beobachter, es gibt keinen Superbeobachter? Ja, das habe ich gelesen, Franz. Sprich, der Satz ist zunächst nicht weniger heikel, als zu sagen, es gibt keinen Superbeobachter. Ja. Naja, nur mir scheint diese Superbeobachtungsdiskussion, um ein Pappkamerad zu sein, weil das behauptet doch keiner, so einen extramundialen Standpunkt zu haben. Also niemand. Ja, doch. Wer denn? Permanent. Superman. Das also, ist ich kenne niemanden. Also ich kenn niemanden. Außer eben in der Fiktion. Im Kino ist ja Superman und Co., die retten ja immer wieder die Welt durch extramundane Kräfte, ja, die dann wieder zu der Weltrettung zugutekommen. Ja, man könnte auch den Weihnachtsmann noch anführen, so, das hätte auch so eine Position, aber... Echt ruft nicht den Teufel, genau, ja. Ja. Nun gut. Dann wieder ein Hinweis hier nochmal zum Extramundan vom CM. Der Franz entschärft wird es meines Erachtens, wenn man Luhmanns Rede von den Bordmitteln mit einbezieht. Okay. Man
entdeckt from within im unendlichen Geschehen endliche Muster, Pattern und erschließt sich Operationen, die diese Muster hervorbringen. Siehe in der Kunst Mondrians Muster. Ja, diese. Okay. Kann ich jetzt leider nicht fortsetzen, den Gedanken. Aber dann lesen wir weiter mit dem zweiten Abschnitt, oder? Genau, okay. Ja. Zweitens. Also, mit der Einrichtung von Möglichkeiten einer Beobachtung zweiter Ordnung schlägt die soziokulturelle Evolution einen Umweg ein. Einen Umweg, der, wie der des Kapitals nach Böhm-Bawerk, sich als außergewöhnlich fruchtbar erweisen wird. Man schränkt das Beobachten ein auf ein Beobachten anderer Beobachter und gewinnt dadurch Möglichkeiten. Sozialpsychologen würden von Vicarious Learning sprechen, die man bei einer direkten Weltbetrachtung und dem Glauben, dass die Welt so ist, wie sie sich zeigt, nie haben würde. Das Beobachten zweiter Ordnung geht auf Distanz zur Welt, bis es schließlich die Welt in ihrer Einheit, Ganzheit, Gesamtheit weglassen kann und sich ganz dem überlässt, was im dynamisch rekursiven Prozess des fortgesetzten Beobachtens von Beobachtungen als Eigenwert dieses Prozesses herauskommt. Das gilt sehr allgemein und ist als Trend auch in der Selbstreflexion typisch für alle modernen Funktionssysteme. Sucht man im breiten Rahmen der operativen Epistemologie nach genaueren Bestimmungen, so stößt man zunächst auf eine Vielfalt von Ausgangspunkten. Das hängt teils mit der Vielzahl beteiligter Disziplinen oder Forschungsgebiete zusammen, teils aber auch damit, dass der Begriff der Operation sehr verschiedene empirische Sachverhalte bezeichnen kann. Der operative Vollzug von Beobachtungen kann physikalisch oder biologisch oder soziologisch beschrieben werden, wobei jeweils die Realitäten mit im Blick sind, die ihn stören könnten. Heinz von Förster benutzt als Physiker und Mathematiker den Begriff des Errechnens einer Realität. Umberto Maturana geht von einem sehr allgemeinen, biologisch fundierten Begriff der Kognition aus. George Spencer Brown entwickelt einen Formenkalkül, der auf den Begriff des Indication, ich übersetze mit Bezeichnung, aufbaut, der seinerseits eine Unterscheidung voraussetzt, aber jeweils nur die eine Seite der Unterscheidung operativ als Ausgangspunkt für weitere Schritte benutzen kann. Innerhalb der Semiotik würde man die basale Operation als Verwendung von Zeichen beschreiben, die ihrerseits eine Differenz von bezeichnetem signifikant und bezeichnetem operativ vor allem und nicht nur sprachlich verwendbar machen. Gotthard Günther fragt nach den logischen Strukturen, mit denen man in adäquater Komplexheit Komplexität beschreiben kann, was geschieht, wenn ein Subjekt, ein anderes Subjekt, nicht nur als Objekt, sondern eben als anderes Subjekt, das heißt, als Beobachter beobachtet. Für andere liegt das Problem in der Zurechnung von Beobachtungen auf Beobachter und dabei wird normalerweise an die psychologischen Prozesse gedacht, die in der Attributionsforschung durchleuchtet werden. Auch in den Sozialwissenschaften denkt man typisch an psychologische Relationen, wenn man auf die Methodenprobleme zu sprechen kommt, die sich daraus ergeben, dass ein Beobachter, der im Forschungsfeld agiert, seinerseits beobachtet wird, also eigentlich nur das aufnehmen kann, was ihm als Folge der Beobachtung des Beobachtetwerdens präsentiert wird. Die Kybernetik schließlich, um sie noch zu erwähnen, denkt selbstverständlich an Operationen der Regelung und Kontrolle, was immer die operative Ausstattung sein mag, mit der diese Operationen durchgeführt werden. Ja, vielleicht mal ein bisschen. Ja, dieses Vicarious Learning. Weiß da jemand mehr drüber? Ich habe jetzt gerade diesen ersten Verweis mit Böhm-Bawerk, den habe ich mal reinkopiert aus Wikipedia, ganz frech in den Chat. Also da geht es um so ein Transformationsproblem, das mit Rudolf Hilfer-Ding, also den Marxisten zweiter Generation, dann ausdiskutiert wurde. Und also, weil, wie, das,
ist, glaube ich, so ein bisschen anthropologisch auch gemeint. Also, dass man bestimmte Einschränkungen schafft, zum Beispiel bei Schimpansentraining oder bei Papageien, Sprechversuchen, die dann eben hin zu bestimmter Komplexität gerichtet sind. Also, dass man da was Bestimmtes herausfiltrieren möchte. Ich bin kein Erziehungswissenschaftler, ich kenne mich da nicht so aus. Ja, ich lese es nur in strengtes Buch. Ja, aber generell scheint mir dieser Absatz vor allen Dingen so ein Sammelsurium von stark machenden Belegen für seine operative Epistemologie zu sein. Also er rechtfertigt jetzt das auch ein bisschen damit, dass er das in ganz vielen anderen Wissenschaften auch so wahrnimmt, bei Hanson Förster, bei Maturana. Und das zählt da jetzt, und George Spencer Brown, und zählt das praktisch auf, um zu sagen, da ist schon was dran, wenn das in so vielen Disziplinen genauso beobachtet wird. Ja, und dann eben das Problem des Herausrechnens der teilnehmenden Beobachtungen. Also also bei Feldforschung ist der Forscher ja immer das störende Objekt in seiner eigenen Beobachtung. Also nicht nur Attributionsforschung, eigentlich alles, was beobachtet wird, gerade durch Fragebögen oder durch Interviews oder sowas. Das ist ja ein unglaublich schwer abzutrennender Schwanz an Problemen, die sich an Rattenschwanz an Umrechnungen, die man dann wieder selbst als Forscher dann mit dem, was man selber einträgt, in die Beobachtung, wie man sie eben kontaminiert durch die Anwesenheit, durch die Beobachtung selbst dann wieder rausrechnen muss. Ja, das versucht man durch aufwendige Methoden eben dann zu kompensieren, sag ich mal, oder damit es tatsächlich über die Welt Aussagen gibt und nicht über mich als Beobachter. Ja, ja, das ist ja das große Schisma der Trennung der beiden soziologischen Vereine mittlerweile, also die akademisch-analytische Soziologie und dann eben die gute alte DGS, die meint, dass, also wo anscheinend da ein Grundsatz irgendwie gefährdet worden ist oder also die Reinheit der Beobachtung offensichtlich nicht mehr zureicht. Genau, an der Stelle grüßen wir auch natürlich unseren Fan und Zuschauer Hartmut Esser und hoffen, ihm noch ein bisschen was von Luhmanns Perspektive nahe bringen zu können. Ja, der Sonntagssoziologe ist mitgegrüßt. Eben, ja, unbedingt. Die usual jetzt wieder ein kritischer Hinweis von CM. Ja. Schon wieder die Behauptung, Spencer Brown habe einen Formenkalkül entwickelt. Not so. Form und Indication sind die von ihm gewählten Begriffe zur Charakterisierung von Sachverhalten und Anwendern. Sehe ich hier gerade anders. Direkt zum Spencer Brown kann ich nicht so viel sagen. Lies Operationen von Anwendern des Kalküls. Schon also, wieder der Hinweis habe entwickelt. Not so. Und ja, also der Dirk präsentiert sich hier als Experte von George Spencer Brown und hat er insofern einen Punkt, weil es jetzt in der Lektüre von Luhmann gar nicht so sehr auf George Spencer Brown ankommt. Also die Formbegriffe von Luhmann und George Spencer Brown sind nicht deckungsgleich. Die unterscheiden sich teilweise erheblich. Und ja. Luhmann macht seinen Formbegriff stark und verweist aber auch auf einen Mathematiker, weil das eine positive Referenz ist. Weil er sagt ja nicht nur, wir als Soziologen denken uns sowas aus, sondern sogar die Mathematiker kommen darauf. Und ob diese Verweise auf George Spencer Brown, Laws of Form, nun hilfreich sind fürs Verständnis von Luhmann oder nicht, da gehen die Meinungen weit auseinander. Ich glaube eher nicht. Und deswegen denke ich, könnte man sich an der Stelle mit dem Dirk einigen, dass es jetzt hier gar nicht so sehr um George Spencer Browns Formkalkül geht und dass wir dann eben das der Beobachtung anheimstellen lassen, ob Luhmann sich fälschlicherweise darauf bezieht oder nicht. Ja, also Franz Högel hat, glaube ich, festgestellt, dass das eigentlich für Luhmann eine Art lustiger Metaphernapparat ist, der immer wieder neue Anregungen so hervorsprudeln lässt, die er dann abgreift und dann manchmal meint, ihn ernster zu nehmen, als Spencer Brown sich selbst dann genommen hat. Also da gibt es auch nochmal auch so
Also ganz, ganz merkwürdige Gewichtungen. Ja, George Spencer Brown bestätigt nichts von dem, was Luhmann konstatiert, wozu also die permanente Referenz auf die Mathematik. Ja, ja. Eben, also ich glaube, als Rechtfertigung. Ja. Ich glaube, als Rechtfertigung, die nicht nötig ist und die man eigentlich auch immer ein bisschen überlesen kann. Ja, es hat fast schon so was Psalmodisches, dass das wie ein Glaubenstext ist, der immer wieder in der Fußnote erscheint und dann, aha, wir sind wieder auf mathematischem Grund. Also das hat ja dann... Ja. Das hat so eine Rechtfertigungskomponente. Und da geht das ja schon sehr auseinander, auch die Meinungen innerhalb der Systemtheorie, die sagen, das Frühwerk von Luhmann, das war noch soziologisch, aber das Spätwerk, als es dann mit Spencer Brown anfing, das sehen wir, beobachten wir eher skeptisch. Aber wir haben uns ja jetzt entschieden, ein eher Spätwerk zu lesen und da kommt das eben wahrscheinlich noch 100-mal vor in dem, was wir hier lesen werden. Ja, und ich kann das auch nicht aufklären, was hier CM immer wieder dann eben auch als Kritik einwirft. Ich sehe es aber eben auch als Versuch und versuche das irgendwie mir so nachvollziehbar zu machen. Das Soziale, das ich beobachte, darüber können wir sehr, sehr viele verschiedene Ansichten haben. Der mathematische Kalkül, die Logik, die Arithmetik, die sind in diesem Sinne nicht so in Frage stellbar, sag ich mal. Und der Versuch, die Unterscheidung, also dieses Prinzip, eben Draw a Distinction, eben hier auf diese Perspektive, eben auf das Soziale drauf zu kriegen, um eben diese Perspektive damit eben auch stark zu machen und nicht nur als ein kleines Spiel. So versuche ich das für mich zu lesen irgendwie. Und genau, das also dieses Starkmachen meinte ich mit Rechtfertigen. Das ist, Luhmann sagt, auch die Hard Sciences machen das. Und damit meinte er George Spencer Brown und Mathematik. Dass die aber tatsächlich mit diesem Kalkül ein bisschen oder ganz was anderes machen, das kann er gar nicht so richtig selbst nachvollziehen, der Luhmann, weil er nämlich keine Ahnung von Mathematik hat, was er ja auch stets einräumt. Luhmann hat 1970, also in den frühen 70er Jahren, zum ersten Mal von den Mathematikern aus Bielefeld von Laws of Form gehört und hat damals nach einem Seminar mit denen zusammen entschieden, nee, das brauche ich nicht, das taugt nichts. Und erst viele, viele Jahre später ist das nochmal aufs Tableau gekommen, als nämlich Heinz von Förster Laws of Form, World-Earth-Katalog und so über den Klee gelobt hat und praktisch insistiert hat beim Luhmann, du, das ist doch gut, das musst du bei dir auch verwenden. Dann wurde es nochmal betrachtet und jetzt ist es eben in der Theorie und einige Schüler von ihm, also unter anderem Dirk Becker, die haben sich dann fast ausschließlich darauf konzentriert und eben dann mit Katjekte versucht, direkt diese Rechnungen von Laws of Form auf soziale Systeme anzuwenden, mit beobachterabhängig großem oder nicht so großem Erfolg. Ja, also das ist ja dann diese Wozu-Reihe, die Dirk Becker gestartet hat. Also wozu Kunst, wozu Theorie, wozu Kultur, Beobachter unter sich. Also man sieht den Haken vor lauter Bäumen nicht mehr, habe ich das Gefühl. Also das ist dann plötzlich eine Explosion von Formenkalkülen, die mit sehr wortreichen Mitteln sich immer wieder darauf kaprizieren, diese eine Abtrennung zu finden und eben diese ganze begriffliche Fruchtbarkeit von Luhmann dann eben vermissen lassen. Zumindest für mich, also das, was ich von Dirk Becker gelesen habe, ist immer wieder dieses stark reduktionistische und eben immer mit dem Letztbeweis der Hakenzeichnung, auf die Luhmann ja verzichtet. Ja? Also es ist ja, nur in ganz, ganz wenigen Fällen benutzt er ja noch mehr als die Terminologie und dann eben auch diese Graphologie, also diese Graphematik, die dann bei Becker ja nicht mehr wegzudenken ist. Ja, also da gibt es so ein ganz merkwürdiges Ungleichgewicht dann in der jüngeren Nachfolge dieser Theorieordnung. Ja. Und die auch das wieder auch wieder ihrerseits notwendig unreflektiert bleibt. Also diese Wozu-Frage löst ja auch nicht alles. die ist ja dann wieder Selbstrechtfertigung.
Wir können noch mal die Frage kurz klären, weil du hast es ja auch schön betont eben beim Lesen, André, eine Indication, ich übersetze mit Bezeichnung. Ja. Ne? Genau, und damit war Luhmann gemeint mit diesem Ich. Ja. Ne? Und das war ja schon mal Anlass eines größeren Disputs, dass man das auch anders übersetzen könne und so. Aber Luhmann übersetzt es eben so, was eben schwierig ist, weil man könnte es auch einfach nur mit Indikation übersetzen, dann bezeichnen, hat an der Stelle nichts mit Zeichentheorie zu tun. Ja. Aber du hattest eben einen Kommentar vom Franz eingeblendet, den fand ich ganz gut, weil ja, vielleicht war das die Motivation von Luhmann, das stark zu machen, das zu rechtfertigen, aber nichts hat ihm so viel Ärger eingebracht, wie genau dieser Versuch. Das würde ich im Nachhinein auch sehen. Es wäre besser, wenn er ihn einmal erwähnt hätte, um den Namen zu sagen und um sich diesen Begriff Re-Entry, das ist ja das Einzige, was er jetzt nun wirklich wörtlich übernommen hat, um da eine Fußnote dran zu setzen. Aber so ist es nun mal geschehen. Ja. Seite 99 für unsere Zwecke. Mhm. Ich wäre jetzt dran, glaube ich. Genau, du wärst dran, ganz oben. Ganz oben oder in der erste Absatz auf der Seite? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube ganz oben. Ganz oben. Okay. Alle diese Ausgangspunkte sind untereinander gesprächsfähig und füreinander zugänglich geblieben, allerdings nur aufgrund einer extremen Formalisierung des Begriffs der Beobachtung, die sich in der Literatur abzeichnet, ohne schon die Form einer integrierenden, interdisziplinären Theorie angenommen zu haben. Und Formalisierung soll in diesem Zusammenhang heißen, dass ein Operationsbegriff gebildet wird, der mit empirischer Referenz gebraucht wird, bei dem man aber offen lassen kann, auf welcher Realitätsebene die Operation abläuft und welche Realitäten infolgedessen garantiert sein müssen, wenn sichergestellt sein soll, dass die Operation ungestört bzw. ohne destruktive Außeneinwirkung ablaufen kann. Also Zerstörung, Vernichtung, Implosion, Kollaps. Für unsere Zwecke genügt es, im Anschluss an Spencer Brown Beobachten zu definieren als Gebrauch einer Unterscheidung zum Zweck der Bezeichnung einer und nicht der anderen Seite. Wir lassen im Begriff daher jede Referenz auf die materiellen Bedingungen der Möglichkeit von Beobachtung beiseite, weil dieser Hinweis die Einheit des Begriffs sprengen und uns in sehr verschiedene Realitätsfelder führen würde. Auch umfasst der Begriff im Unterschied zum unüblichen Sprachgebrauch Erleben und Handeln, denn beides ist im Unterschied zu bloßem Verhalten auf Unterscheiden und Bezeichnen angewiesen. Wir haben bereits gesehen, dass diese Begriffsdisposition es ermöglicht, die Kommunikationsbeteiligung von Künstlern und von Beobachtern zu beschreiben. Wir wollen ferner voraussetzen, dass Beobachtung nicht einfach nur geschieht, so wie eine Lawine einen Teil eines Schneefelds mitreißt und einen anderen nicht. Denn sonst wäre jede Operation, die einen Effekt hat, eine Beobachtung. Sondern zum Begriff gehört auch, dass die andere Seite der Unterscheidung mitrepräsentiert, abpräsentiert wird, sodass das Bezeichnen der einen Seite für das operierende System zur Information wird, nach dem allgemeinen Muster dies und nicht etwas anderes, dies und nicht das. Man kann also auch Operationen beobachten, die keine Beobachtungen sind. Beim Beobachten, im Unterschied zum einfachen Operieren, werden Unterscheiden und Bezeichnen zugleich und nicht nacheinander im Sinne von erst Wahl, eine Unterscheidung, dann Bezeichnung durchgeführt. Die Operation Beobachtung realisiert mithin die Einheit der Unterscheidung von Unterscheidung und Bezeichnung. Das ist ihre Spezialität. Diese Einheit ist selbstmotivierend verfügbar. Sie ist nicht davon abhängig, dass es entsprechende Gegenstände in einer sie separierenden Welt vorweg schon gibt. Und schließlich wollen wir von Beobachtungen nur sprechen, wenn die Bezeichnung einer Seite einer Unterscheidung durch rekursive Vernetzungen motiviert ist. Und zwar teils durch vorherige Beobachtungen, also durch Gedächtnis, und teils durch Anschlussfähigkeit, das heißt durch einen Vorausblick auf das, was man damit anfangen kann oder wohin man von da aus kommen kann. Also welche Möglichkeiten die Beobachtung erschließt oder auch verschließt. Insofern ist Beobachtung immer und auch dann, wenn dies nicht mitbeobachtet wird, Operation eines beobachtenden Systems. Sie kann nicht als singuläres Ereignis stattfinden oder genauer, wenn solche Ereignisse stattfinden, sind sie nicht als Beobachtungen beobachtbar. Erstmal bis hierhin, oder? Ja. Also einen alten und einen neuen Aspekt bringt damit ein. Er sagt, Beobachten ist immer der Formgebrauch, und zwar der Formgebrauch, wo die andere Seite mit repräsentiert wird, immer mit dabei ist.
Und das Zweite, was er sagt, dass es nicht nur ein Einmalereignis sein kann, sondern dass es immer ein Weiteroperieren auf der markierten Seite der Beobachtung oder der Form sein muss. Das beschreibt er hier mit Rekursion, obwohl der Rekursionsbegriff in der Informatik jetzt eigentlich eher sich auf den Aufruf ein und derselben Funktion bezieht und nicht Aufruf irgendeiner anderen Funktion. Und bei Luhmann ist es ja so gemeint, ich habe eine Unterscheidung mit einer markierten Seite und einer Gegenseite und auf der markierten Seite schließe ich mit einer weiteren, mit einer anderen Unterscheidung an. Das würde man jetzt streng genommen noch nicht mit Rekursion bezeichnen, aber ich sage das nur als Verständnis. Das muss man bei ihm einfach so hinnehmen, dass er das so bezeichnet, weil das macht er bei Kommunikation auch, wenn er sagt, dass ich Kommunikation nur rekursiv darstellen kann. Eine einzelne Kommunikation als Einmalereignis gibt es nicht. Genau, die Lawine ist ja das Einmalereignis dann schlechthin, die dann weitere Sachen mitreißt, ohne Einhalt zu finden im Gedächtnis ihrer selbst. Also das ist... Ja, aber ich glaube, an der Stelle mit der Lawine will er darauf hinaus, dass es eben nicht beliebig oder zufällig sein kann, was bezeichnet wird und was die Gegenseite ist, sondern dass da immer eine Intention dahinter steckt. Also diese berühmte Urintention, die wir schon mal vor ein paar Folgen gelesen hatte, im Falle eines Kunstwerks, dass man eben überhaupt erstmal anfängt, ein Marktspace vom Unmarktspace in Form einer Leinwand abzugrenzen. Ja. Das mit der Rekursion, ich weiß, ich kann das gut verstehen, was du sagst. Bin ich mir nicht sicher, ob ich das jetzt schon so alles ähnlich sehe. Bei der Funktion kann ich ja eine andere Variable der Funktion übergeben, nicht wahr? Ich kann ja auch praktisch das so versuchen zu verstehen, wenn ich crosse, dass diese gleiche Form ich nutze, ne, die gleiche Funktion, aber eben jetzt was anderes markiert ist, mit einer anderen Variable übernehme. Ich bin mir da also sozusagen, da hänge ich aber jetzt auch nicht so dran. Ich gucke gerade in die Kommentare. Soll ich die mal einblenden, was da so gekommen ist? Ja, bitte, ja. Beispielsweise nochmal, er bezieht sich nicht auf George Spencer Brown als Person, sondern auf den Kalkül. Das Indication-Übersetzung wird von Spencer Brown selbst thematisiert schon. Mentalen Zustand, ja, aber den will ich hier nicht Thema werden lassen. Naja, das, aber dieses mit mathematisch Sound ist auch nochmal. Also da habe ich auch schon andere Sachen gehört aus Mathematikerkreisen. Also das und ist das Cornjob. Jetzt kommt noch der Franz. Der Bezug auf Spencer Brown ist nicht isoliert zu sehen, sondern er wiederholt ein Muster, wie er Theoriesprünge organisiert. Indem er meist zunächst disparate Theorietraditionen miteinander verknüpft und dadurch etwas Neues fabriziert, das sich durch die Originalkontexte meist zu Recht missverstanden fühlen. Okay. Vier Sprünge. Das ist jetzt von mir dazwischen. Das hat so, jetzt gerade den Fluss. Entschuldigung. Ja. Nee. Okay. Action verweist auf Kommunikation. Er meint, glaube ich, den Übergang von Action auf Kommunikation, also von Handlung, von Parsons auf Kommunikation. Okay, Self-Organisation auf Autopoiesis, Selbstreferenz auf Observation, Beobachtung. Und Form auf Medium. Genau. Damit korrespondieren folgende Synthesen. Genau, was ihr gerade schon gesagt hattet. Parsons, Husserl für die Kommunikationstheorie. Franz dazwischen. Interessanter Aspekt. Sind wir doch hier im Bereich motivierbarer Metaphern, Analogien, gar Inspirationen oder jener nachweisbarer Homo- oder Isomorphien etc. Mir wäre das zweite lieber. Ich kann gerade gar nicht folgen. Zweitens Parson Maturana, ja. Drittens von Förster Spencer Brown auf die Theorie der
Beobachtung, kann ich das so hier sagen, dann, wenn ich es ins Deutsche hole, das Konzept Beobachtung. Viertens Parson Haider, aha. Ja, das ist dieser Text von Fritz Haider. Und long story short, das Ding mit dem Joe Spencer Brown ist nichts Besonderes bei Luhmann, okay. Ja, vielleicht noch Gotthard Günther mit den Akzeptions- und Reaktionswerten nochmal und dann der Polykontextualität. Ja, ich hole dann deine auch noch kurz rein. Warte, wo bist du? Die Abpräsentation ist ein Begriff der Phänomenologie. Ja, das führt jetzt woanders hin nochmal. Aber... Ja, und das hattest du noch. Okay, führt jetzt gerade wieder weg. Dann hatten wir einen Hinweis noch von CM zur Mathematik. In der Regel bestritten wird es. Ah ja, ja nun gut, auch das ist ein... Stimmt, Gotthard. Das geht an dich, Konstantin. Nun, das ist tatsächlich hier auch ein gehaltvoller Absatz, diese Seiten gewesen. Aber nochmal für uns oder für mich eben auch hier für die Kunst der Gesellschaft, da haben wir ja auch lange genug, waren wir auf der Stelle drauf, die Operation Beobachtung realisiert mithin die Einheit der Unterscheidung von Unterscheidung und Bezeichnung. Das ist ihre Spezialität. Und das, ja, das ist für den weiteren Verlauf für uns jetzt wichtig mitzunehmen. Oder was das ist so die Redundanz, die er hier einbaut, weil darauf geht er jetzt zum fünften Mal, glaube ich, ein, wenn ich so intern mitgezählt habe. Und es wird wahrscheinlich noch öfter kommen. Ich lese dir mal weiter, ja? Ja, bitte, bitte. Dieser Begriff soll durchgehalten werden, wenn immer seine Merkmale für einen Beobachter gegeben sind. Also auch und besonders dann, wenn von Beobachtung zweiter Ordnung die Rede ist. Es könnte sein, aber das lassen wir offen, dass man schon chemischen Prozessen in lebenden Systemen Beobachtungskapazität zuschreiben kann, wenn dieses Erfordernis des zugleich des Unterscheidens und Bezeichnens sich chemisch darstellen lässt. Auf der Ebene von Nervensystemen oder für Immunsysteme wäre zu überlegen, ob man deren unbestreitbare Diskriminierungskapazität als Beobachtung interpretieren kann. Offensichtlich können Tiere beobachten und ebenso gilt dies für psychisch sinnverarbeitende Bewusstseinssysteme von Menschen. Ebenso gut kann man aber auch Kommunikationssystemen Beobachtungsfähigkeit sui generis zuschreiben, da sie im Gebrauch von Sprache Unterscheidungen und Bezeichnungen zugleich handhaben. Aber ist auch Materialgestaltung durch die Hand eines Künstlers ein Fall für diesen Begriff, nämlich Erzeugung einer Differenz, die nicht nur als solche, sondern im Hinblick auf eine Zwei-Seiten-Form gemeint ist und Sinn gibt? Das werden wir uns im Weiteren beschäftigen müssen. Zunächst interessieren uns Konsequenzen für den Begriff der Beobachtung zweiter Ordnung. Von Beobachtung zweiter Ordnung wird man nur sprechen können, wenn zwei Beobachtungen sich so aneinander koppeln, dass beide die Merkmale einer Beobachtung erster Ordnung voll realisieren. Aber der Beobachter zweiter Ordnung sich bei der Bezeichnung seines Gegenstandes auf einen Beobachter erster Ordnung bezieht, also ein Beobachten als Beobachten unterscheidet und bezeichnet. Das führt auf die Frage, was muss eigentlich in der Perspektive erster Ordnung beobachtet werden, damit eine Beobachtung zweiter Ordnung möglich wird, damit sie sozusagen das unmittelbar Beobachtete entfalten kann. Oder woran sieht man, dass irgendwo ein Unterscheiden und Bezeichnungen stattfindet? Genügt es zu sagen, dass ein Beobachter beobachtet werden muss? Oder sollte man Formulierungen bevorzugen, die weniger auf kompakte, sich selbst organisierende Realitäten abstellen, sondern stattdessen von der Materialität des Beobachtungsprozesses sprechen? Aber würde das dann nicht auf das gefährliche Terrain locken, auf dem man immer schon und immer wieder vergeblich versucht hat, Materie und Geist zu unterscheiden? Wir ziehen uns angesichts solch so schwieriger Fragen auf eine konstruktivistische Ausgangsposition zurück. Wir sagen also, ein Beobachten zweiter Ordnung liegt immer dann vor, wenn auf Unterscheidungsgebrauch geachtet wird. Oder noch pointierter, wenn das eigene Unterscheiden und Bezeichnen auf ein weiteres Unterscheiden und Bezeichnen bezogen wird.
Beobachten zweiter Ordnung ist ein Unterscheiden von Unterscheidungen, aber nicht so, dass man einfach Unterscheidungen nebeneinander stellt im Sinne von Großes und Kleines, Erfreuliches und Unerfreuliches, Theologen und andere Akademiker und so weiter in sinnloser Reihe. Vielmehr muss man das Unterscheiden, Beobachtende unterscheiden, in seinem operativen Gebrauch beobachtet werden. Das heißt, mit den Merkmalen, die wir soeben für den Begriff des Beobachters festgelegt haben. Also Simultanität des Unterscheidens und Bezeichnens im Auge behalten der anderen Seite und rekursive Vernetzung in einem Vorher und Nachher weiterer Beobachtungen, die ihrerseits wieder unterscheidende Bezeichnungen sein müssen. Ja. Theologen und andere Akademiker, das ist harter Tobak, würde ich mal sagen. Das ist ein bisschen wie in den 70ern, Frauen und Intellektuelle. Das schleicht sich manchmal ein bei ihm. Also die systematischen Theologen haben es ihm auch angetan. Also da gibt's ganz böse Handgemenge in Konferenzen. Oder gab es zumindest. Ach, ich überlese das. Ja, aber hier macht er ja dann jetzt eigentlich, jetzt geht es ins Thema richtig rein. Ne? Was nennen wir eine Beobachtung zweiter Ordnung? Und sagt dabei, dass das simultan vollzogen wird, ne? Also nicht das Ergebnis einer Beobachtung, dass ich das nochmal in den Blick nehme, sondern wenn ich die Operation mit einer eigenen Operation, also wenn praktisch beide Operationen stattfinden, simultan, dann sind wir in dem Modus, oder? Genau, also er sagt das bei der zweiten Ordnung von dem, was da markiert ist, dass auf den Unterscheidungsgebrauch, nämlich den Unterscheidungsgebrauch bei der Beobachtung erster Ordnung geachtet wird. Also natürlich ist eine Beobachtung zweiter Ordnung auch immer eine Beobachtung erster Ordnung, also realisiert in Aktu das Unterscheiden und Bezeichnen. Aber sie ist eben nur eine Beobachtung zweiter Ordnung, wenn sie eine solche Beobachtung beobachtet. Ja. Genau. Und eben, wie Konstantin sagte, nicht nur das Ergebnis, also was rausgekommen ist, sondern auch wieder die Gegenseite der Beobachtung erster Ordnung praktisch mit in den Blick nimmt. Ja, und er hangelt sich ja dann ein bisschen von dieser physikochemischen, biologischen Ebene her, dass er meint, dass auch Zellen das schon können. Also woher weiß eine Zelle, wie ihr eigener genetischer Fahrplan operativ umgesetzt werden kann? Also da gibt es ja immer noch eine riesige Deutungslücke bei den Biologen. Warum macht eine Zelle Zellensachen und warum macht sie nichts anderes? Warum springt sie in diese höheren Zustände? Warum fällt sie nicht in sich zusammen unter ihrer eigenen Konstruktionslast? Also Aber solche Stellen kann man auch gut auch mit Takt überlesen, oder? Also da äußert sich Luhmann zu Chemie, wo er kein Chemiker ist. Das kann man taktvoll überlesen und sich keine so großen Gedanken machen darüber. Und wenn, dann bitte mit einem Chemiker an Bord. Ja, also ihm geht es ja immer nur um die funktionale Äquivalenz. Also dass er meint, dass das im Grunde auch so ähnlich ablaufen müsste, wenn man die Begrifflichkeiten wirklich universalisierbar halten muss. Also seine Supertheorie eben mit dem Anspruch, sehe ich auch so. Aber es bleibt eben ein Meinen. Ne? Also es bleibt eine Behauptung, dass das so sein müsse. Vielleicht ist es ja so, dass das gar nicht so generalisierbar ist, seine Theorie. Genau, also das ist dann das, woran ich dann meine Dissertation hänge. Also die Dimensionalität des Ganzen. Also wie Luhmann das redimensioniert und dann eben zum Maßstab, was ist der Maßstab der Maßstäbe, wenn er eine Beobachtungsform einbaut, also in diese ganzen Einzelgegenstände. Also er sagt ja die ganze Zeit, ich erhebe mich über die Gegenstände hinaus, aber immer wenn es dann wieder konkreter wird, dann kommt er doch wieder auf Immunsysteme und Nervensysteme und sowas zu sprechen und geht dann eigentlich wieder seiner eigenen Aufstellung wieder so ein bisschen er rutscht dann selber in die Position hinein, die er eigentlich anders bezeichnet haben möchte. Ja, aber er will damit stark machen, dass seine Theorie eine Supertheorie ist. Ja. Nicht im Sinne von super toll, aber. Ich lese das viel offener. Also ein Angebot.
Nicht wahr? Ich habe die Stelle jetzt nicht so schnell gefunden. Aber wenn ich mir eben das anschaue, also sozusagen unter dem Mikroskop, wie auch immer, was denn da passiert, beispielsweise jetzt, wenn in einem Organismus etwas markiert wird vom Immunsystem als nicht dazugehörig und also jetzt bearbeitet wird, in diesem Sinne diskriminiert, dass das, ob ich das nicht auch so auffassen kann. Es wird gleichzeitig erkannt und also das Feststellen, dass da was ist und das Markieren als, also das Bezeichnen, ob das nicht dort auch stattfindet. Und ich lese diese Hinweise oder diese Verweise in andere Disziplinen mit einem Fragezeichen und gar nicht so sehr als behauptet, sondern als Angebot, das möglicherweise auch mal so rum in den Blick zu nehmen, wenn man denn möchte. Und aber das wird ja gemacht. Also das ist ja eigentlich nur, also ob das hilfreich ist, ist ja die Frage, die André dann gestellt hat, oder? Ja. Ich würde Peter da recht geben, ne, dass er nicht sagt, ja, ich gehe zwingend davon aus, dass das so sein muss, sondern er insinuiert das praktisch mit dem Setzen eines Fragezeichens. Und das, meine ich, ist vielleicht auch nicht nötig, wenn er sich so wenig mit dem konkreten Fach auskennt. Also das ist eigentlich nur mein Punkt, aber ich verstehe auch, warum man das macht, weil sonst kommt er nicht auf seine universalistische Geltung. Ja, Prigogine und Stanger, das sind dann, also Prigogine hat ja den Nobelpreis dafür bekommen, dass er diese Verbindung des Fließgleichgewichtes aus eben diesen unterschiedlichen Gebieten der Beobachtung dann verbunden hat. Ja, das ist schauen wir uns das noch kurz an hier. CM wieder, ich Hinweis auf die chemische Systeme, wieder Autopoiesis niedrigster Ordnung. Und Franz, verstehe ich nicht ganz, auf welche Stelle sich das gerade bezieht, aber bei aller Formalität und Abstraktheit. Dissipative Strukturen, also das ist der. Ja, aber ich mache hier, ich befasse mich mit Beobachtung von Beobachtung. Und CM noch wäre zu klären, wie Stegen das als Philosophin das sieht. Ja, müsste man sie mal fragen. Steht der Titel deiner Arbeit schon? Das ist eine andere Frage. Ja, steht schon. Und der Franz an den Konstantin zur heiklen Frage der Limitationalität von Supertheorien, Wittgenstein Traktatus, jetzt geht's los. Satz 4.1.2.1.3, jetzt verstehen wir auch unser Gefühl, dass wir im Besitze einer richtigen logischen Auffassung seien, wenn nur einmal alles in unserer Zeichensprache steht. Ja, Chart-Centered Peers ist das so ein bisschen das Lebensmotto und der feuchte Traum, dass man da eben die Semiotik auf alle möglichen Anwendungsbereiche aufbaut und dann ausweiten kann. Das ist ja mal ein frommer Wunsch gewesen, so um die Jahrhundertwende. Also darauf nimmt ja Stein auch Rekurs, würde ich sagen. Ja. Und der CM noch einmal, André insinuiert, 1 plus. Und das scheint mir ein strategischer Move, der sich durch das Buch zieht. Ach, ist ja nett. Ich meine die Stelle, wir ziehen uns angesichts so schwieriger Fragen. Okay, ja klar. Stimmigkeit. Dankeschön. Ja. Wollen wir noch ein bisschen lesen? Ja, das bis zu 3 ist ja nicht mehr weit jetzt. Das kriegt man auch hin. Peter, du wärst dran. Okay, wo sind wir geendet? Nee, Konstantin wäre dran, Entschuldigung. Ich bin dran. Ich gerade gelesen. Konstantin wäre dran. Wo geht's weiter? Ist das genau schon bei der Markierung dann? Ja. Nee, die Markierung habe ich nur gemacht, damit ich die wiederfinde, wenn wir drüber reden. Ist eine schöne Bestimmung hier, wo man nachschlagen kann. Aber hier, wir waren weiter. Wo waren wir denn? Ich glaube, wir waren da. Das Beobachten erster Ordnung. Bis nächste Seite. Und dann das Beobachten erster Ordnung ist das Bezeichnen. Da geht es weiter. Im unerlässlichen Unterschied von allem, was nicht bezeichnet wird. Dabei wird die Unterscheidung von Bezeichnung und Unterscheidung nicht zum Thema gemacht. Der Blick bleibt an der sachehaften, ja, das hatten wir gerade thematisiert, der Beobachter selbst und sein Beobachten bleiben unbeobachtet und es ist auch nicht nötig, dass der Beobachter sich selbst von dem unterscheidet, was er beobachtet. Das ändert sich aber, wenn es zur Beobachtung zweiter Ordnung kommt, sei es durch denselben, sei es durch einen anderen Beobachter.
dann wird bezeichnet, dass die Beobachtung als Beobachtung stattfindet, dass sie eine Unterscheidung benutzen muss und gegebenenfalls welche Unterscheidung. Damit stößt der Beobachter zweiter Ordnung auf die Unterscheidung von Unterscheidung und Bezeichnung. Er behandelt das Beobachtungsinstrument jetzt als Form der Beobachtung mit der Implikation, dass es andere Formen so wie andere Beobachter geben könnte. Also der im Konjunktiv. Und darin liegt auch, wenngleich dies nicht ausgearbeitet werden muss, dass die Form des Beobachtens schon ein Re-Entry der Form in die Form impliziert, weil die benutzte Unterscheidung die Unterscheidung von Unterscheidung und Bezeichnung voraussetzt. Die Unterscheidung ist immer schon in sich selbst hineinkopiert als Unterscheidung uno acto, die sich von der Bezeichnung unterscheidet, die sie ermöglicht. Ja, das, der Beobachter zweiter Ordnung muss nicht komplex genug sein, um dieses Re-Entry beobachten zu können, aber er setzt es als Implikat der Form, die er als Form einer Beobachtung beobachtet, voraus. Für das Beobachten zweiter Ordnung wird mithin die Unbeobachtbarkeit des Beobachtens erster Ordnung beobachtbar, aber nur unter der Bedingung, dass nun der Beobachter zweiter Ordnung als Beobachter erster Ordnung seinerseits sein Beobachten und sich als Beobachter nicht beobachten kann. Blinder Fleck. Darauf kann ein Beobachter dritter Ordnung hinweisen, der dann den autologischen Schluss zieht, dass all dies auch für ihn selbst gilt. Gerade die Konzentration auf die Beobachtung von Beobachtungsmitteln, also künstlerischen Mitteln, zum Beispiel der Zwölftontechnik, schließt die Totalbeobachtung der Welt aus. Keine weitere Reflexion führt darüber hinaus und es gibt auch keine dialektische Aufhebung der Blindheit des Unterscheidens in einer Form von Geist, für den die Welt, ihn selbst eingeschlossen, voll transparent wäre. Das Beobachten zweiter und dritter Ordnung expliziert vielmehr die Unterscheidbarkeit, nee, die Unbeobachtbarkeit der Welt, als bei allem Beobachten mitfungierender unmarked space. Transparenz wird mit Intransparenz bezahlt und genau darin liegt die Garantie für die autopoietische Fortsetzbarkeit der Operationen, für die Verschiebbarkeit, für die Differenz, Derrida, der Differenz von Beobachtetem und Nichtbeobachtetem. Ja, soll ich noch weiter erstmal? Wird das dann zu groß als Brocken? Ja, wir können ja, machen wir kurz wieder einen Punkt, ja. Okay. Da sind wieder viele Kommentare. Das, was du gerade vorgelesen hast, also dieser Teil, den hatte ich, also das erinnert mich an die Gespräche, die wir auch hatten mit Günther, wenn denn eine Leinwand mit Farbe gefüllt wird. Ja, also wenn ich dort in die Formen reinsetze, die verschiedenen, wie soll ich das jetzt nennen, alles, was dazugehört. Ne? Also dass ich vom Bild zurücktreten kann, also von dem, was ich gemacht habe und das beobachte dann eben als Beobachter zweiter Ordnung, was denn da der Künstler, der gerade noch gemalt hat, dort unterschieden hat und markiert hat, bezeichnet hat, dass ich davon zurücktrete. Das ist jetzt hier für mich einfach wieder, ja, so lese ich das eben, das lese ich hier mit in diesem. Ja, aber was jetzt nochmal neu ist, ist ja dieser Hineinkopiervorgang. Also ich finde, das ist jetzt das schlagende Herz dieser ersten zwei Kapitel, würde ich sagen. Also dieses immer schon drin sein können. Also nenn mal die Seite nochmal genau. Die 102 unten. Die Unterscheidung ist immer schon in sich selbst hineinkopiert. Als Unterscheidung, die sich von der Bezeichnung unterscheidet, die sie ermöglicht. Also da haben wir genau dieses Henne-Ei-Problem praktisch überbrückt und in diese eine Operation hineingezogen. Also Replikationsprobleme schlechthin sind das ja. Also wenn eine Frau ein Kind gebiert, muss ja das Kind schon selbst die Reproduktionsmöglichkeiten seiner eigenen Fortsetzbarkeit mit hineinkopiert haben. Also es gibt zum Beispiel ganz interessante Kopierfehler, bei denen Babys im Bauch der Mutter selbst schon Babys nochmal in sich selbst drin haben. Also dass praktisch die Fortpflanzung noch auf eine Stufe nochmal hinabgesetzt wurde. Also dann, dass es da ständig ein Hineinkopieren gibt, das auch mit unglaublich vielen Fehlern behaftet ist. Also und das aber gerade dann diese besondere Auszeichnung ist von dem, was man eben dann Leben nennt oder autopoetische Reproduktion. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also. Aber an der Stelle sind wir doch wieder an dem, was wir jetzt zum sechsten Mal gelesen haben, dass er eben sagt, wenn jemand sagt, draw a difference, muss er schon voraussetzen, dass
der weiß, was es ist, eine Unterscheidung zu tun. Also dass immer auf was zurückgreift. Also ja. Diese Schließung, dass man nicht einfach so jemand sagen kann, jetzt unterscheide, wenn nicht dem schon vorher klar ist, was unterscheiden eigentlich bedeutet. Und ja, das Formgebrauch immer dieses Paradox zwischen unterscheiden und bezeichnen, also unterscheiden und indizieren, ist, also ich wahrscheinlich macht er das aus Zwecken der Redundanz, weil es eben wirklich sehr, sehr hoch abstrakt ist und deswegen wird es immer und immer und immer wieder in allen möglichen Formen wiederholt. Die sagen dann immer gar nichts mehr Neues, als das schon vorher gesagt worden ist, sondern eben ja. im Sinne einer Redundanz wiederholen sie es eben noch. Und wenn er in dem zweiten Satz dann sagt, dass man dieses auch als Re-Entry der Form in die Form beobachten kann, ja, dann ist das ein abstrakter, schöner Gedanke, der aber jetzt auch nicht an der Stelle unbedingt zwingend nötig ist. Also mir scheint der immer, dass er manchmal sich gerne diese hochabstrakten Betrachtungen verliert, was eben auch die Schwierigkeit seiner Texte ausmacht, weil man dann irgendwann, ja, ja. wenn man das ja. alleine liest, sagt, ja, was, wo ist er denn jetzt schon wieder? Ja, es ist dieses Anlaufnehmen zur neuen Beobachtung. Also André, du sortierst ja mittlerweile die Abschnitte in zwei alte Sachen, eine neue Sache. Also das ist dann immer dieses zwei Schritte zurück, einen Schritt nach vorne gehen, ja, so ja, ja. beim Stepptanz. Ja, ja, aber auf der anderen Seite kann ich Ihnen da, sagen wir mal so, oder ich stelle mir vor, dass ich ihn da ganz gut verstehen kann, dass er pingelig immer darauf ist, dass wir das nicht zu simplifizierend möglicherweise auffassen. Dass er immer wieder sagt, macht es euch nicht zu einfach, sag ich. Ja, zu eigentlich. Also dieser Jargon ja. der Eigentlichkeit droht ja dann. Also dass man immer wieder meint, primär beobachten zu können, was ja die kritische Theorie in ihren, selbst in ihren ganz schwach zurückgenommenen Voraussetzungen immer noch ein bisschen mitführen möchte. Ja, ich würde gerne mal die Kommentare kurz reinnehmen, ja. Also da war das, was der Franz meinte hier, wir beziehen uns angesichts so schwieriger Fragen, Stimmigkeit und das bezogen auf dich, Konstantin, und nicht auf die Kunst der Gesellschaft. Ja, ja, CM wieder, schau da ist er, Louis Kaufmann, Fußnote 14, unvermeidlich, um die Mathematikreferenz zu verstärken, nochmal strategischer Move, wo ist er? Ah ja, da. Und dann haben wir den Franz wieder. Das Gefühl, Ausrufezeichen von Stimmigkeit, verweist mehr auf Kunst, auf Musik etc. Der Kontakt zu wissenschaftlichen Anschlüssen wird dann immer heikler. Theologen kennen das ja. Hauptsache korrekt zitiert, ja. Man sollte sich durch die Verweise auf Mathematik nicht so sehr beeindrucken lassen. Und dann, es war der Versuch, eine zunehmend einsame Theoriearbeit doch irgendwie als eingebettet darzustellen. Ja, würde ich auch so sehen, ja. Und jetzt vom CM wieder an den Franz, wieder eine 1+, Hauptsache korrekt zitiert, aber dann den eigenen theoretischen Standort implizit von jedem der Theologen und Akademiker abzugrenzen. Ja, also Luhmanns Last Resort ist für mich eigentlich immer die Fruchtbarkeit, also dass er aus diesem doch recht simplen Beobachtungsproblem so viele Bücher dann abtrotzen kann. Also man weiß nicht, ob das eine Auszeichnung ist oder eher so eine Art Neurose dann später. Ja, also zu vorhin, ich würde es genauso sehen, ne? Da diese Warnung vor zu raschem Verstehen schwingt da immer mit. Aber ich meine eben, wenn man sowas liest und auch für Publikum liest, dann ist es vielleicht manchmal schon ganz hilfreich, das so ein bisschen wenigstens einzudampfen, um überhaupt noch Aufmerksamkeit binden zu können und sich nicht in diese hochabstrakten Spiele zu verlieren. Also mir erscheint da der Luhmann oft so eine eigenen Paradoxie-Verliebtheit Raum zu geben. Ja, also die Parallelpoesie, die er fordert, ist eigentlich in seinem Werk schon. Genau, die liefert er mit. Ja, würde ich auch sagen. Das macht er den Vorwurf auch so herzzerreißend liebevoll, dass er dann eben sagt, ja, man müsste das alles nochmal anders denken. Und für seine Kollegen ist das längst schon dieses andere, diese Metasprache. Das ist ja dann auch das Schlimme gewesen in den 80ern und 90ern, die Konferenzen, die dann
immer wieder mit bei Luhmann dann enden und dann fragt er immer in die Runde, warum macht ihr das nicht so, wie ich das mache? Ne? Aber das ist ja dann. Oder Hartmut Esser eben die Lernanstrengung, die nicht gewürdigt wird. Nicht diesen Namen, das muss ich hier auch einmal. Okay. Bin ich dran? Ja, noch den letzten Rest, jetzt würde ich sagen. Das Wo ist es denn hier? Das Beobachten zweiter Ordnung, bin ich hier richtig? Ja. Genau, hinter der Differenz. Das Beobachten zweiter Ordnung beobachtet nur, wie beobachtet wird. Mit dem Übergang zur Wie-Frage ergibt sich zugleich eine charakteristische Differenz zwischen Beobachtung erster und zweiter Ordnung. Der Beobachter erster Ordnung konzentriert sich auf das, was er beobachtet und erlebt bzw. handelt in einem Horizont relativ geringer Information. Er mag in spezifischen Hinsichten überrascht sein und nach Erklärungen suchen, wenn sich seine Erwartungen nicht erfüllen. Aber das ist eher die Ausnahme als die Regel und ist auf seine Informationsverarbeitungsfähigkeit abgestimmt. Er lebt in einer wahrscheinlichen Welt. Der Beobachter zweiter Ordnung sieht dagegen die Unwahrscheinlichkeit des Beobachtens erster Ordnung. Jeder Handgriff, der getan, jeder Satz, der gesprochen wird, ist extrem unwahrscheinlich, wenn er als Auswahl aus allen anderen Möglichkeiten betrachtet wird. Aber da dies für jede Operation gilt, ist diese Unwahrscheinlichkeit zugleich ganz normal und unproblematisch. Sie bleibt für die Operation selbst und auch für die Operation des Beobachtens erster Ordnung latent. Sie braucht, ja sie kann nicht thematisiert werden. Man würde nie anfangen können, wenn man alle Möglichkeiten des Anfangens gegeneinander abwägen müsste. Das gilt ebenso für die Beobachtung zweiter Ordnung insoweit, als sie Operation ist. Sie kann für sich selbst nicht alle Möglichkeiten, irgendeinen Beobachter zu beobachten, durchlaufen, bevor sie sich für die Beobachtung eines bestimmten Beobachters entscheidet. Die Beobachtung zweiter Ordnung sieht also auch und erfährt an sich selbst, dass die Gesamtinformationslast der Welt nicht auf einen Punkt konzentriert werden kann, es sei denn, man nähme Gott an. Aber als Beobachtung zweiter Ordnung kann sie die Unwahrscheinlichkeit der Beobachtung erster Ordnung, einschließlich ihrer eigenen, noch thematisieren. Sie kann zumindest größere Auswahlbereiche erfassen, kann dort Kontingenzen feststellen, wo der Beobachter erster Ordnung glaubt, einer Notwendigkeit zu folgen oder ganz natürlich zu handeln. Man könnte daher, etwas vereinfachend, auch sagen, dass erst der Beobachter zweiter Ordnung sieht, dass der Beobachter erster Ordnung Komplexität reduziert. Und das heißt zugleich, dass es keinen Sinn macht, ihn aufzufordern, Komplexität zu reduzieren. Oder nochmals anders gesagt, die Welt des Möglichen ist eine Erfindung des Beobachters zweiter Ordnung, die für den Beobachter erster Ordnung notwendig latent bleibt. Von einem Beobachter aus gesehen, der sich mit eigenen Operationen die Realität garantiert, gibt es zwei Möglichkeiten der Beobachtung zweiter Ordnung. Selbstbeobachtung und Fremdbeobachtung. Die Abstraktionslage der hier gewählten Begriffsbildung hat den Vorzug, diese beiden Möglichkeiten in Parallele zu setzen, sie als zwei Fälle des gleichen Prinzips zu erkennen und auf die Notwendigkeit einer Systemreferenz für die Unterscheidung selbst-fremd aufmerksam zu machen. Vor allem aber kann man von hier aus beginnen zu ahnen, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen der Ermöglichung von Selbst- und Fremdbeobachtungen zweiter Ordnung. Wenn man andere als Beobachter sieht, warum dann nicht auch sich selber? Aber ist ein solches Reflexivwerden des Beobachtens überhaupt möglich? Und wie kann es als Überformung des Beobachtens erster Ordnung überhaupt vorkommen? Es ist für das Folgende wichtig, schon in diesem vorbereitenden Begriffsspiel das Erstaunen über einen solchen Sachverhalt festzuhalten. Denn es ist unser Ziel, dieses Beobachten zweiter Ordnung mit einer Theorie der modernen Gesellschaften zu verbinden und zu sagen, es ist ein evolutionär höchst unwahrscheinlicher
und heute zugleich ein ganz normaler Tatbestand. Das ist sehr schön gesagt, finde ich wieder. Ne? Also das, ja, die wahrscheinliche Welt, da haben wir ja die Parallelpoesie. Ja? Also er lebt in einer, ja, wahrscheinlichen Welt. Er lebt allem Anschein nach. Ja, also wie Putin aktuell in seinen komischen Großmachtfantasien, die keiner mehr versteht und er selber auch selbst schon nicht mehr, weil er diese wahrscheinliche Welt für die Welt hält und nicht für sein eigenes Konstrukt, was er dann damit anrichtet. Naja, er hat sich halt, wenn du in diesem Beispiel jetzt, wenn wir bleiben wollen, er reduziert Komplexität, indem er eben sagt, draufhauen oder nicht, nicht wahr? Und wenn wir ihn dabei beobachten, dann sehen wir die Kontingenz, dass es eben auch anders denkbar wäre. Aber ja, aber lassen wir den gerade mal weg. Ja, also interessant fand ich den Satz, der ja auch in der Diskussion um unser Format immer wieder eine Rolle spielt, dass man uns ja vorwirft, wie kann man überhaupt mit so einfachen Beobachten wie dem Lesen eines Textes arbeiten, ohne den autologischen Schluss am eigenen Format zu vollziehen. Und da ist der Hinweis ja gar nicht so schlecht, den Luhmann hier bringt, mit man würde ja nie anfangen können, wenn man alle Möglichkeiten des Anfangs gegeneinander abwägen müsste. Also er macht ja hier die Beobachtung zweiter Ordnung sehr stark und sagt, dass das eigentlich das Entscheidende sei. Aber, muss man sagen, man braucht auch Beobachtung erster Ordnung. Man muss auch jemanden haben, der eben sagt, okay, ich nehme jetzt ein Buch und lese das mal vor und schaue dann, welche Beobachtung zweiter Ordnung das ermöglicht. Also, ja, wenn man, auch die Beobachtung zweiter Ordnung ist ja eben auch eine Beobachtung erster Ordnung, weil ich kann ja auch wieder beobachtet werden. Also, genau, sind wir wieder bei Draw a Distinction. Wenn ich zu lange überlegen täte, was ich alles machen kann, komme ich zu nichts. Genau, also im Prinzip muss man diesen einfachen Beobachtungen erster Ordnung auch erstmal dankbar sein, dass sie stattfinden, dass man nämlich überhaupt was zum Beobachten hat. Und das ist schon schwierig, ne? Wenn man alle Gesichtspunkte, liest man jetzt Kunst der Gesellschaft zuerst oder liest man das von hinten nach vorne oder von innen nach außen, wenn man all das gleichzeitig beachten würde, würde man eines nicht tun, nämlich einfach damit anfangen. Ja. Also das ist immer so diese Suche nach der Perfektion, wo man dann ganz schnell zu eigenen Einsichten kommt, dass man sagt, ja, nee, prinzipiell gibt es für alles eine Gegenseite. Und wenn du mir heute sagst, ich markiere das, und dann kannst du immer sagen, ja, aber was ist denn mit der Gegenseite? Ein anderer sagt das. Also man kommt dann in so einen Zustand von einer völligen Beliebigkeit rein, die einen eben dann in der Komplexität hilflos stehen lässt und man kann dann selber nicht mehr Komplexität reduzieren. Ja, also ich habe das Gefühl, dass Luhmann dieses nie anfangen können eingetauscht hat mit nicht mehr aufhören können. Also dass er praktisch vom Sterbebett aus noch seine Monographien da weitergeführt hat und dieser Impuls des einmal angefangen Habens bei ihm offensichtlich so weit reicht, dass er dann alle Möglichkeiten des Anfangens gegeneinander in der Unendlichkeit seiner Theorieanlage dann weiterführen möchte. Also das ist ja wirklich also auch mit thematisiert in dieser ganzen Werkbiografie. Ja, also wer meint schon 70 Bücher schreiben zu müssen, um seinen Punkt klar zu machen? Also das ist ja dann auch schon ein Erstaunen nochmal für sich selbst, dieses Begriffsspiel immer weiterzuführen und erst durch den Tod wirklich dann die große Vernichtung dann zu erleben. Wir wissen nicht, warum er so viel geschrieben hat. Also naja, von ihm stammt das Zitat, dass er, wenn jemand etwas publiziert, dann macht er das nicht, um jemand anderen zu überzeugen, sondern um sich selbst beobachtbar zu machen. Also er reflektiert seine eigene Theorie praktisch in seinem publizistischen Tun ja mit. Diese ganze Gesamtinformationslast der Welt nicht auf einen Punkt konzentriert werden kann, es sei denn, man nähme Gott an oder man baut eine Supertheorie. Ja, also das ist ja wieder die unbeobachtete Seite dieser Unterscheidung. Das hat er auch immer gesagt. Also
seine große Sache mit diesem 30 Jahre, keine Kosten, ich leg mal los. Das ist ja genau das, dass er eben sich allem zuwenden kann, prinzipiell. Und die Abstraktionslage eben diesen Möglichkeitssinn dann auch in Wirklichkeitssinn übersetzen zu können. Also das Ja, alles gut. Also, ja. Ich mag ihn eben auch für solche Formulierungen, weil ich die sonst überlesen täte vielleicht manchmal, wenn er eben dann sagt, so wie hier eben, es ist für das Folgende wichtig, schon in diesem vorbereitenden Begriffsspiel das Erstaunen über einen Sachverhalt festzuhalten. Und wenn ich dann bei mir selber bemerke, dass ich gerade nicht staune, dann gehe ich nochmal auf die Suche, was denn damit gerade gemeint ist, und versuche mir eben auch dieses Erstaunen selber zu ermöglichen, sage ich nochmal. Ja, und der letzte Satz eben, dass er praktisch nochmal rechtfertigt, warum überhaupt jetzt so eine ausführliche Theorie des Beobachtens erster und zweiter Ordnung, weil er eben die Theorie der modernen Gesellschaft genau darauf gründen will. Ja, ja. Und auf ihr eigenes nicht aufhören können, ja, also das Vernichten des Planeten und so weiter, also des Beschleunigungskreislaufes, also das ist ja dann auch wieder so eine Pointe wiederum, dass man damit ja nicht an ein natürliches Ende kommen kann. Also das ist auch, dass das Kieserling immer gesagt hat, es gibt eigentlich keine wirkliche ähnliche Thesenbildung wie bei Luhmann, wenn man wirklich sagt Grand Theory, die meisten, auch Hartmut Esser hat ja nach seinen 6 Bänden spezielle und allgemeine Grundlagen zur Soziologie dann gesagt, was er dazu zu sagen hatte, und das ist dann eben auch dann in Repetitionen dann geendet. Oder mal sehen, also man kann ja immer noch was daraus schöpfen, aber eben nicht mit dieser Insistenz auf die eigene Unterkomplexität, also die Luhmann ja anscheinend immer wieder festgestellt hat an seiner Theorie, dass er immer wieder alles neu eingebaut hat, was er so an Eindrücken angelesen und aufgelesen hat. Also das ist ja das Wahnsinnige, was er da alles durchgeschleust hat an möglichen denkbaren Alternativen, um das abzudichten. Okay. Ja. Enden wir mit dem Erstaunen. Dann würde ich denken, ist das jetzt ein Punkt, an dem unsere Erschöpfung beobachtbar wird und wo wir aber eigentlich ganz glücklich Schluss machen können, oder? Ja, denke ich auch. Dann danke ich für alles und für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Liebe Grüße an Herrn Esser. Schönen Abend. Bitte, ja, alles. Frieden für Herrn Esser auch, nicht nur für die Ukraine. Ja, nee, schon gut. Schluss und weg.